Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Wir sind mittendrin in Welt 8 und ganz ehrlich, wir haben schon einiges erfüllt. Die ersten drei Level haben wir ohne große Probleme gemeistert und ich hatte gehofft und es ist gelungen zum Glück. Ich hätte jetzt fast wahrscheinlich noch so einen kleinen Zwischenkampf machen müssen, wegen diesen Flammen hier, den Hotheads. Denn wie es in jeder Welt bis jetzt schon der Fall war, es gibt ja solche Zwischenkämpfe mit diesen blauen Todballons. Die zwar itemmäßig relativ gut sind, falls man mal Probleme hat. Ich will meinen Propellerpilz behalten, ich nehme das nicht. Wobei, wenn Spirit läuft und ich muss ausweichen und das Castle sieht stark danach aus, es wird das heute noch passieren. Ja, ja. Okay, solange ich den Pilz habe, nutze ich ihn aus voll. Nee, Doppelweg. Links oder rechts? Ich sag links. Ich sag hundertprozentig links. Okay, es wäre egal gewesen. Trau dem aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht, dass die. Nee, rechts. Schaut da. Das sind so komisch gefärbte Blöcke. Ich glaube, das hat was zu verbergen. Ja. Immer auf die Farbe der Blöcke schauen in den Castles. Echt jetzt? Es hätte, ja, gut, okay. Gut, okay. Wir haben die Chance, trotzdem Propellerpilz zu bekommen. Sollte es scheiße laufen, aber. Ja. Jetzt, wo ich schon einen habe, kriege ich natürlich einen. Wenn ich einen brauchen würde, kriege ich meistens immer nur einen One-Up. Nicht zerquetschen lassen. Alles ist ruhig. Alles ist ruhig. Große Zerquetschungsgefahr. Hier hingegen ist alles clean. Was sehr komisch ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich habe was übersehen. Vor allem, wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich ja nicht mehr zurück. Das heißt, ich hoffe jetzt nicht, dass direkt die dritte Sternmünze kommt, weil sonst habe ich ein Problem. Ich glaube, da oben könnte die sein. Nee. Hä? Ich verstehe es nicht. Als ob das so lange jetzt keine Sternmünze kommt, das ist unmöglich. Ich habe irgendwo eine übersehen. Hundertprozentig. Es kann nicht sein, dass so lange jetzt keine Sternmünze kommt. Das geht nicht. Das ist sogar für ein Castle ist das sehr. Und was? Kamek, das wird dich deinen Arsch kosten. Scheiße, was war das denn für eine Aktion? Mann. Ja klar, es gab keine Halbzeitpfanne, das kommt auch noch dazu, Alter, okay. Da ist auch nichts. Nee, da ist nichts. Nee, Mann, jetzt bin ich. Jetzt komme ich wieder in so eine Art kleine Zeitdruck rein, weil ich wieder einmal gestorben bin. Ja, die erste Sternmünze ist ja wirklich mega easy. Außer man heißt Markus und macht sowas. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich glaube wirklich, ich habe irgendwas übersehen. Aber jetzt können wir eh nochmal nachgucken, aber ja. Und wenn dann nicht mal eine Halbzeitfahne kommt, entweder ist das Castle wirklich so lange oder. Propellerpilz, wo bist du, wenn ich dich brauche? Immer Pech haben, wenn man es nicht braucht. Über die Flamme, das war mega scheiße knapp. Nee, jetzt falle ich wieder ganz runter. Nee, jetzt verschwindet das in der Wand auch noch. Ey, es ist so ein Witz jetzt echt. Oh Mann. Wie habe ich denn das vorher gemacht? Die haben einen Propellerpilz, ich weiß eh. Einfach mal abwarten, kurz. Eine Runde chillen, sagt man immer so schön. Also ich hoffe echt, dass es hier einen Checkpoint oder sowas gibt. Alles andere wäre super optimal. Jetzt bin ich noch ein kleiner Mario. Och, das kommt jetzt auch noch dazu. Aber dieses eine zerquetschen lassen, das war halt schon nicht cool. Aber ich glaube echt, dass hier nichts ist. Also entweder ist das Castle wirklich so lange oder ich bin einfach nur blind. Vor allem da oben die Blöcke, das ist so komisch. Vor allem rechts die Ecke sehe ich gerade, aber da kommst du nie und nimmer hin. So, da wo die Münzen sind, ist man auf alle Fälle sicher. Ja.
Ja gut, vielleicht nicht immer, aber... Ich mache das jetzt mal Schritt für Schritt. Hat natürlich einen Grund gehabt, warum da Münzen sind. So, jetzt hier rüber. Und hier ist man dann auch wieder sicher. Ja, und da ist man eh schon oben. Aber jetzt sehe ich links oben gerade, da sind so verfärbte Blöcke. Ich glaube, das hat was zu bedeuten. Ah, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Und hier kommt jetzt echt erst die Halbzeit. Diese Sternmünze, ich weiß nicht, oh, da ist echt noch eine, okay, die sind wirklich ganz nah beieinander, die Dinge, aber... Nein, also, was ist das denn bitte für eine Fuck? Gut, hier ist ein Pilz, aber trotzdem ist er mega scheiße knapp. Muss ich mich hier ernsthaft treffen lassen, oder? Nee, hier muss man nur warten. Als sich das Feuer ein bisschen schneller bewegt als die Plattform. Ich wollte gerade sagen, her als ob. So, gut. Alter, es ist echt zu easy. Sorry, aber das war halt so seltsam. Aber es gibt zum Glück die Halbzeitfahne und da haben wir jetzt alles erreicht. Ich sage ja immer wieder, diese verfärbten Blöcke, traut ihnen nie. Schaut lieber dreimal öfters nach und dann findet man was. Hier ist das Ziel. Lol. Hä? Ah, okay. Okay. Cool. Nein, nicht runterfallen. Komm, Plattform, lass dich wieder blicken. Nicht zu vergessen, hier ist Kamek oben, das heißt, der wird jetzt ein bisschen ausrasten. Cooperlinge sind bereits alle down. Ja, Also die Plattformen schauen ja schon mal mega lustig aus. Es wird alles verzaubert, juhu. Also, Kamek, wir kämpfen nun gegeneinander. So, Nummer 1. Aber wie er sich immer auf die einzelnen Plattformen stellt, der kleine Schlawiner. Okay, jetzt bleibt er unten. Lol, und der... Ach, okay, der kann das sogar umändern. Okay, Glück gehabt. Nicht, dass der den Boden unter mir wegmacht. Das wäre jetzt voll taktisch klug gewesen, wenn er einfach so unter sich den Boden weggemacht hätte. Weil der kann ja eh fliegen, der Kerl. Wenn ich der Gegner gewesen wäre jetzt von Mario, ey, ich hätte einfach den Boden unter mir weggezogen und dann wäre der dran gewesen. Gut, okay, der Bosskampf ist im Vergleich zum Castle ja easy. Aber er gibt sich noch nicht geschlagen, er haut stattdessen ab zu seinem Luftschiff. Welches wir natürlich jetzt mit einer kleinen Abkürzung erreichen könnten, aber ich habe gerade keinen Bock drauf. Genauso wenig wie ich auf den Kerl jetzt gerade Bock habe, der muss sich ein bisschen gedulden. Ne? Ich will jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt gerade echt keine Lust und Laune, den Kerl zu helfen. Ich rette lieber Peach. Sorry, Toads. Für den Moment. Oh nein. Nein. Ich will nicht. Ja gut, ich habe das Wasserbecken schon auf der Übersicht gesehen, aber trotzdem. Okay. Ich riech schon, in welche Richtung das gehen wird. Also alles finster, wahrscheinlich wird das komplette Level nicht wahr. Ja klar. Und die vier da oben auch noch. Juhu, also da ist alles dabei, was abfuckt. Ich meine, die Anglerfische gehen sogar... Oh, die kann ich töten. Okay, sollte ich vielleicht nicht. Die Anglerfische lasse ich jetzt einfach mal in Frieden. Aber da oben kann ich durchtöten. Das ist die erste Sternmünze, alles klar. Ich glaube, es ist klüger, wenn ich wirklich da oben einfach aktiv bleibe. Ich meine, natürlich wird im Wasser noch irgendwo was sein, aber... Ich kann mir zumindest einen Weg ebnen. Ja, ist viel... Oh ne, warte, den muss ich noch erwischen. So, jetzt passt's. Und das heißt, jetzt tauche ich wieder unter. Oh. Gut, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Wobei, jetzt kommen wieder Angriffische. Ja, da unten ist eine Röhre, ich sehe es gerade. Ist die Frage, ist es eine Ausgangsröhre oder wo führt die hin? Ne.
Da ist echt eine Kleinigkeit versteckt. Und das führt mich zu... einem Secret. Wow. Wow, das hat sich jetzt echt gelohnt. Alles klar. Also ich zweifle mal stark, dass ich jetzt alle Münzen hätte sammeln müssen, aber trotzdem, nee, jetzt sind die alle wieder da, juhu. Ich teste jetzt gar nicht aus, ob mir die Anglerfische schaden, aber ich glaube schon. Deswegen, ich berühre die auch mal nicht. In der Regel zählt ja alles als Gegner und somit, ja. So, die, okay, die gehen runter nach einer Zeit. Kann ich die auch töten? Okay, nee, die töte ich nicht, die töte ich nicht. Also wegen dem Licht allgemein. Nee, oder? Oh Mann, ja gut, okay. Da Scheiße, ist das! Ja, jetzt muss ich die freilassen und natürlich kriege ich jetzt Damage. Es war klar. Also sorry, aber gegen... Nee, ich hasse Blooper so viel. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich... Okay, gut, 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 weg. Nee, da war ein Grüner, da war ein Grüner, da war ein Grüner! Warte, eine Halbziffer, ne? Nee, natürlich nicht. Sagen wir es so. Kinderfreundlich gestalten, wobei das war nicht kinderfreundlich. Einfach, ja gut. Facecam wird zensiert. Nee, wird's nicht. Kein Spaß. Mann. Ich bin gerade nur ein bisschen geschockt gewesen von diesem grünen Fisch. Und der hat mir gerade, ja, ein bisschen Leid zugefügt. Aber trotzdem, die Blooper machen es nicht besser. Aber die Feuerblume ist eh gar nicht mehr so schlecht, weil hier kann ich ja Licht erzeugen, das passt. Ah, diese Kugeln, die wehren das Feuer ab, das ist das Problem. Aber unten ist jetzt eh nichts versteckt, das ist das Gute. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, ob das die zweite war, ich glaube schon, aber... Ach, deshalb waren vorher keine Angelfische mehr da. Das Feuer ist ja runtergeploppt und hat da wahrscheinlich ein paar gekillt. Ja gut, das erklärt einiges. Aber trotzdem, ich habe keinen Bock jetzt auf die Grünen. Die Grünen sind ätzend! So, jetzt probiere ich... Also die würde ich schon gern töten, das wäre ganz nice. Kann man die töten? Ja, kann man, gut. Gut, ausgewichen, den habe ich. Wenn der Nachteil ist, dass ich jetzt natürlich die Blooper nicht sehe, aber das ist egal. Na klar, schon wieder. Ich sehe da noch einen Grün. Hey, die Grünen können mich auch verfolgen. Achso, die können aber nicht durchgehen, oder wie verstehe ich das? Okay, hier ist ein One-Up. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ist jetzt schon der Ausgang, ja oder nein? Nee, ist er noch nicht. Aber es war auch noch immer keine Halbzeitfahrt in Sicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, ich bin trotzdem noch immer vorsichtig! Ja, super, Alter. Was ist das bitte für ein Scheiß? Nee, 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 bitte nicht, lass mich in Ruhe. Hier ist die letzte Sternmünze, okay. Okay, das lässt mich vorbei. Ich bin jetzt ruhig. Oh, das ist das Ziel, oder? Das ist die Ausgangsröhre. Bitte sag, da kommt jetzt nichts mehr, komm. Ja, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, ist egal, ich spring durch. Das war eine knappe Geschichte auf alle Fälle. Okay. Also, es läuft noch alles gut. Puh, das war das Schwierigste von allen bisher. Also, der erste Abschnitt ging vollkommen klar, aber danach das mit den Bloopern und dann die Dinger, die so runtergehen, wenn man in deren Lichtschatten ist.
Und es bleibt ätzend. Oh Mann, was ist das denn schon wieder für ein Kack? Gut, erste Sternmünze in Sicht. Ich hoffe trotzdem, dass das Ding jetzt nicht so lange dauert. Lass den mal hier hoch, perfekt. Aber über... Ich hasse solche Passagen, wo du zeitgleich bewegen sollst, die eine Plattform mit lenken und dann das. Das schreit nach besonderen Maßnahmen und ich hoffe, da kriege ich einen Propellerpilz, weil sonst heule ich echt. Ich kriege eine Feuerblume, wirklich? Wirklich? Oh Mann. Das braucht ja keiner. Ja gut, ich kann die Bonbons abwehren damit, aber trotzdem. Wobei nicht mal abwehren, ich zünd die. Und dann explodieren die halt. Ja gut, ein paar Münzen kriege ich raus, aber das war's auch schon. Vor allem ist das noch so verdächtig weit unten, die Plattform. Da kann ich ja einfach irgendwo rauffallen. Nee. Ich weiche einfach mal jeder Bombe aus. Wobei easier wäre vielleicht auch oben lang gehen, wobei dann deaktiviert sich ja die Plattform. Gut, die sind alle weg. Also nicht zu viel neigen, weil sonst berühre ich logischerweise die Lava. Und das will ich auch nicht. Bitte, bitte, bitte. Ja, das scheint clean zu sein. Also hier geht es immer in den Abgrund, deswegen passt. Halbzeitfahne. Also glücklicherweise scheint das ganze Leid hier nicht allzu lange zu dauern. Außer ich übersehe eine Sternmünze, aber das hoffe ich einmal nicht. Hä? Nee! Ich brauche ihn nicht ernsthaft. Ja, brauche ich. Ich kann mich töten. Weil... Ich hätte die Bombe nicht töten dürfen. Das ist, ja. Shit happens. Nenne ich es einfach mal. Also, die Sternmünzen werden asozial, ich merke schon. So, hier kommt die Bombe runter. Gut, hab's. So, und jetzt... Schön vorsichtig sein. Oh Gott, nee, ich glaube, das könnte knapp werden. Bitte lass den... Bitte lass das Ding runter. Okay. Dich auch. Das ist doch nicht wahr. Raben auch noch, ja klar. Ey, was ist da alles dabei, bitte, bei dem Scheiß? Oh Gott, das war knapp. Ich hätte fast geschriffen. Okay, ich glaube, ich muss versuchen, die zu töten, die vier. Wenn nur ausweichen, bringt sich hier gar nichts. Ja. Ich hasse diese Raben. Ey, ich krieg... Also, welcher Idiot hat sich denn so einen Scheiß wieder überlegt hier? Also, das Level ist anders abnormal. Gut, okay, das haben wir mittlerweile. Was ist denn hier eigentlich das Item jetzt? Okay, eine Prosper... Nee, stehen bleiben. Ich bin schon wieder ein bisschen zu viel am Neigen. Ich bin auch gerade ein bisschen wütend. So, und jetzt alle Raben mit dieser Feuerblume töten, so gut es geht. Die können nicht mehr außer abfacken. Für mehr sind die gar nicht da. Leider befürchte ich, dass die respawnen werden. Okay, da oben ist die letzte Sternmünze. Gut, die haben wir. Also, als kleiner Mario da durchkommen, das ist echt ein bisschen kompliziert. So, ich habe alle von denen. Ich glaube, Secret gibt es eh keinen mehr, deswegen, wir sind ja eigentlich clean. Nee. Stopp, bitte komm, geh runter da, bitte.
Ja, das ist nett. Perfekt. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt kann ich das Slide hier beenden. Auf Wiedersehen, du Kacklevel. Auf nimmer Wiedersehen. Passt eher. Boah, Mann. So ein Scheiß hier. So, Welt 8-6. Soll ich das heute noch spielen? Das ist die gute Frage. Ich glaube irgendwie, dass da mindestens... Das ist ein Höhenlevel. Nee, das mache ich heute nicht mehr. Okay, also ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, aber wir haben 3 Level noch übrig und dann noch den abschließenden Bosskampf. Das heißt, entweder... Das kommt natürlich darauf an, wie wir uns in diesen 3 Leveln schlagen. Wenn die gut laufen, dann kann ich das machen und dann wird es vielleicht mit Glück sogar eine ganz normale Folge, vielleicht ein bisschen mit einer Überlänge. Ansonsten muss ich das in 2 Folgen splitten, aber das werden wir uns angucken, okay? Das mache ich heute nicht mehr. Mir hat das gereicht. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.